soll ich ihn denn jetzt retten? Wenigstens hat es das Raketenteil in einem Stück überstanden. Tja, bauen wir ein bisschen. Sein Raketenfahrrad. Juhu! Sein. Den bekommen wir also nicht ab. Rechts. Ah, ein Radkotz. Dass sie keinen Geschwindigkeitsrausch kriegen. Warum sollte ich damit eine Montiereisen draufhauen? Du sollst nicht mit Montiereisen draufhauen, du sollst dann links gehen, das Rad abmontieren. Oh, eine Frisbee! Ja. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Was willst du sonst machen? Oh. Was macht er da drin? Keine gute Idee, die Radkappe da. Fährt den Laster. Titanen! Das erklärt einiges. Bin gleich zurück. So. Okay, Schüsseln auf der anderen Seite. Guck mal, auf der anderen Seite wieder. Rettetock ist bestimmt klar. Die Schlüssel sind auf dem Armaturenbrett, aber ich komme nicht ran. Du brauchst einen Reichweitenvergrößerer! Was? Ein Reichweitenvergrößerer, okay. Mit das Fahrrad kann man schon mal nichts machen. Sind abgeschlossen.
auch nicht weiter. Das Bild werde ich bestimmt nicht so verstanden. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir einen Reichweitenvergrößerer? Muss uns nichts mehr anklicken? Hat irgendwer eine Idee? Wie ich da rankommen könnte jetzt? Die Schlüssel! Oh, ich mach ein paar Hinweise. Jetzt ist es mir klar. Das ist echt geil. Funkantenne? Ach. Das ist so was Doofes aber auch. Geht nicht, das Fenster ist zu. Dann machen wir es halt von der anderen Seite. Müssen wir direkt vor ihm lang, ob es klappt oder nicht. Ich glaube, wird zwar weniger. Wird es wahrscheinlich merken. Jetzt mal Reichweiten vergrößern. Was klappt? Natürlich nicht, war klar. Wie kommen wir her? Zum Kombinieren vielleicht? Oh, nicht wirklich. Ich kann das Schloss nicht öffnen! Da haben wir doch schon. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Überlass das mir! Ich fahre! Sie fahren viel zu schnell und sie... Die Kurve nehmen! Wollen Sie mich umbringen? Nicht schnell genug. Mir gefällt nicht, wie Sie mit mir reden. Dieser Sitz ist äußerst unbequem. Haben Sie einen Sitz nicht für mich? Hey, Fahrer! Ich rede mit Ihnen! Ignorieren Sie mich nicht! Du! Au! Ah. Oh, danke, Doc. Ich schätze mal, darum nennt man Sie der Blitz. Woher wusstest du? Ich habe meine Quellen. Boah, der Raketentrieb hält aber ziemlich lange. Oh oh. Wie läuft es doch? Naja, geht so. Es bleibt hängen. Das ist nur die Frage. Wie viel Schuss hat der in dem Ding? Wo bist du? Au! Komm, da bist du! Tja. War nicht schlecht. Was? Der Gashebel doch. Warum? Oh. Das war wohl ein bisschen zu viel Gas. Mist, ich hasse es.
Sind Sie okay? Mir geht's gut. Ich frage mich allerdings, welche bizarren Auswirkungen es auf die Zukunft haben wird, dass mein jüngeres Ich ein fliegendes Fahrrad erfunden hat. Wussten Sie, dass das passieren würde? Ich hatte einen Verdacht. Die Raketen sind... Was machen wir jetzt? Wir reisen jetzt nach 1986 zurück, bevor unsere Interaktion mit der Vergangenheit eine unheilvolle Zukunft hervorbringen. Wo hast du Einstein gelassen? Doc? Er ist doch nicht im Tierheim, oder? Nein, aber ich glaube, wir haben im Moment größere Probleme. Oh. Fürchte ich, dass nichts Hill Valley davor retten wird in Chaos und Korruption. Vorbei. Nichts ist vorbei, bis Lieutenant sagt, dass es vorbei ist. Okay, das war jetzt Teil 1 von dem Episodenspiel Back to the Future. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn ich viel gesagt habe, teilweise. Ich fand's aber gar nicht so schlecht. Ich mag Back to the Future und ich mag auch das Spiel. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich werde schon mal parallel gucken, bei wem ich euch jetzt abladen kann. Beziehungsweise wer noch streamt. Schnell nachhaben. Der Marek streamt noch. Ich schicke mich wieder zurück zum Marek. Oder Dickies, Ducky Side. Nehmen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.